Was geht ab, meine lieben Freunde? Es war in den letzten Jahren ziemlich ruhig um Tuni, da er sich erstmal weitergebildet hat, um sich abseits der Musik ein neues Standbein aufzubauen. Doch jetzt in einem Livestream mit Monetendave spricht er sehr reflektiert über sein Leben und sagt, dass er es nochmal wissen wolle mit der Musik und jetzt kontinuierlich Content auf seinem YouTube-Kanal bringen möchte. Zwar wisse er, dass die Resonanz nicht so stark sein wird, doch er will dranbleiben. Er ist aber auch ehrlich zu sich und gesteht, dass es ihn stört, weil er genau weiß, wie es früher war. Doch er weiß auch, dass der Schlüssel im Leben in der Kontinuität liegt und im Durchhaltevermögen. Ich persönlich finde es immer sehr stark, wenn Rapper ehrlich und reflektiert sprechen, denn dadurch können wir alle etwas lernen und vielleicht hilft es den einen oder anderen. Aber hört es euch selbst an und schreibt in die Kommentare, ob ihr euch über ein Comeback von Tuni freut. Peace out. Wann kommt neuer Song, Tuni? Wie gesagt, ich will erstmal ein paar Videos abdrehen. Ne? Vielleicht, wenn ich sehe, hier geht's nach oben, wenn die Reichweite höher ist und es sich lohnt, dann bringe ich auch direkt einen Song raus. Ne? So, wir werden auf jeden Fall Behandlungsvideos machen. Ich denke, irgendwas innerhalb der nächsten 2-3 Wochen wird vielleicht mal ein Song kommen. Ne? Egal, wie viel Klicks der hat, ob er jetzt 10.000 hat oder 50.000, scheißegal. Ne? Hauptsache raus, ich sag euch ehrlich, mich fuckt sowas tierisch ab, weil ich weiß, wie es früher war und man muss halt erstmal klarkommen, so innerlich für sich selber, yo, Alter, du hast halt einfach, bist halt einfach nicht im Hype gerade, du bist halt einfach, hast nicht mehr den Fame, so wie der war zu der Zeit und du musst halt einfach klarkommen und einfach arbeiten, nochmal von neu anfangen, so, ne? Vielleicht nicht. Was am Anfang halt immer so ein bisschen deprimierend, ne? Ich kenne das ja auch von mir, gerade auch mit dieser Krypto-Geschichte, wo ich dann mal so kurz die Phase hatte, wo ich es halt komplett krachen lassen habe. Das Problem war halt einfach, ich war halt zu jung, konnte nicht mit Geld umgehen und da hatte ich auch so riesen Rückschläge so. Dann bist du halt erstmal in einem Loch, so gefühlt. Aber ja, dann musst du dich halt irgendwann entscheiden. Entweder du kämpfst dich jetzt zurück, du gibst jetzt Gas, machst das nochmal. Oder du gibst halt auf, legst dich in die Embryonalstellung aufs Bett und holst dir ein. Ja, ja, genau. Die zwei Möglichkeiten hast du. Aber sorry, ich muss mal kurz hier was anschließen. Aber aus meiner Erfahrung, alleine der letzten 3 Jahre hinweg, wo Sachen passiert sind, von denen ich nie gedacht hätte, dass es so passiert, ne? Im positiven Sinne natürlich, weiß ich einfach, dass wenn man etwas mit Herz macht, ne? Und das kann und sein Herzblut da reinsteckt, nebenbei, neben dem, was man wirklich auch jetzt auch macht, ne, hauptberuflich, weiß ich, dass das einfach klappt. Es ist einfach nur der Durchhaltewille und die Disziplin. Es ist die Disziplin und die Durchhaltewille und wie krass du dich entwickelst, ne? In diesem Ding. Vor 3 Jahren war ich ja nicht so krass wie jetzt, verstehst du? Aber jetzt bin ich, es wird immer krasser. Jetzt sind es halt nur noch kleine Bausteine, die man dazu tut, ne? Und ja, man verbessert sich. Genau, und das Gleiche wird halt hier laufen. Ne? Hier geht es um den Kanal, wie das halt alles aufgelegt ist und vor allem, dass halt regelmäßig laufend eigentlich Content kommt. Ja? Ob es live sind oder ob es irgendwelche Behandlungsvideos sind oder ob es Musik ist. Ne? Ich bin halt eine Einzelperson, die halt, ich denke mal, ein interessantes Leben hat, ne? Die Dinge, die ich da mache. Also Money can buy your happiness, auf gar keinen Fall kann Money dir Glückseligkeit kaufen oder du bist nicht glücklich mit Geld, aber da gibt es ein Sprichwort, warte, wie ging das nochmal? Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ja, das ist ein guter Spruch. Ja. Wenn du nämlich keine Kohle hast und nicht genügend Geld hast zum Leben, ja, also dass du dir wirklich die Sorgen nonstop machen musst, hier habe ich irgendwas, hier ich muss, kann mir da nicht, was weiß ich, eine Flasche Cola Zero kaufen, weil ne, ich muss hier mir die von Aldi holen für 15 Cent, weil ich einfach kein Geld habe und muss auf jeden Cent gucken, heißt das trotzdem nicht, dass du nicht glücklich sein kannst, aber das ist doch schon mal eine Hürde im Leben, weißt du, worauf also ich persönlich keinen Bock habe. Ne? Ich habe das schon gehabt, ich habe das sogar. Safe. Ja? Ich habe mal eine Woche lang nur Leitungswasser getrunken, weil ich kein Geld mehr hatte. Ja? Weil ich einfach dumme Aktionen gemacht habe. Im wutentbrannten Kopf und ich bin doch der Krasseste, der Heftigste und ja, kurz davor, Leute zu erschießen. Weißt du, was soll ich dir sagen? Ne? Das sind Sachen, wo man einfach sich selber, seine Wut und sich selber reflektieren muss und sagen muss, hey, so geht das nicht, weil jetzt haben wir ein Ziel. Ich habe ein Ziel, du hast ein Ziel. Ja, wir sind fokussiert. Und wenn du fokussiert bist, werden andere Dinge belanglos. Heutzutage